Wie würdest du so die Zusammenarbeit beschreiben mit uns? Ich schätze die Zusammenarbeit mit euch natürlich sehr. Es ist ein sehr unkompliziertes Miteinander, was einfach eine hohe Effizienz auch hat. Ja, Carola, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein kurzes Videotestimonial, das wir heute gemeinsam aufnehmen. Gerne. Vielleicht möchtest du kurz damit starten, dass du dich nochmal persönlich kurz vorstellst, wer du bist und was ihr macht. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, dass wir überhaupt auch dabei sein dürfen. Ganz klar, Hiel International, die Personalberatung, für die, mit der ich arbeite, gibt es seit fast 50 Jahren, hat ihr Headquarter in Wien und wir sind im Bereich Personalsuche und Personalentwicklung tätig in mehr als 20 Ländern. Ich bin verantwortliche Geschäftsführerin für Deutschland und ja, wir suchen für produzierende Unternehmen Mitarbeiter auf allen Ebenen. Und wer sind so dann quasi die Hauptkunden? Du hast jetzt eh schon ein bisschen gesagt, quasi produzierende Unternehmen. Ja. Und mit wem habt ihr dann meistens zu tun? Genau, es ist in der Regel die produzierende Industrie. Es gibt sicherlich auch Branchen, die darüber hinaus sind, aber da würde ich sagen, liegt unser Schwerpunkt. Unsere Ansprechpartner sind in der Regel Personalleiter, Schrägstrich Direktoren, aber natürlich auch Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen. Und wir arbeiten jetzt doch schon auch länger zusammen in quasi zwei verschiedenen Bereichen. Auf der einen Seite quasi in der Neukundenakquise und andererseits quasi in der Unterstützung beim Recruiting. Wie war denn für dich so die Erwartungshaltung der Zusammenarbeit? Naja, also auch wir haben, auch wenn wir, ich sag mal, alle Kanäle bedienen seit vielen, vielen Jahren, kommen wir aber trotzdem bei der einen oder anderen Funktion einfach an unsere Grenzen, dass wir einfach feststellen, es reicht eben nicht, dann 300, 400 Mitarbeiter über Direktsuche anzusprechen, konkret anzusprechen, sondern wir brauchen bei manchen einfach eine höhere Anzahl an Kandidaten, die einfach kontaktiert werden müssen. Und das kann ein oder zwei oder auch drei Researcher können das in einer kurzen Zeit nicht schaffen. Deswegen, so sind wir über eine Empfehlung zu euch gekommen. Und wie würdest du so die Zusammenarbeit beschreiben mit uns? Ich schätze die Zusammenarbeit mit euch natürlich sehr. Es ist ein sehr unkompliziertes Miteinander, was einfach eine hohe Effizienz auch hat. Und würdest du uns quasi auch guten Gewissens weiterempfehlen? Aber 100%, das habe ich ja auch schon getan. Danke. Und wenn du es noch unterscheidest, oder vielleicht noch ein bisschen genauer, das heißt, im Recruiting bringt es euch was, dass wir das quasi für euch direkt machen? Es bringt uns was, dass einfach eine höhere Anzahl und das Schöne ist ja, dass man mit euch sehr gezielt, also auch die Kandidatenprofile definiert. Das heißt, es ist nicht nur der große Rasensprenger, sondern es ist tatsächlich ein sehr gezielter Rasensprenger, der aber auch dann durch die Calls, die wir ja regelmäßig dann auch in einer Kampagne haben, nochmal berichtigt werden kann, nochmal adaptiert werden kann. Insofern ist nicht in Stein gemeißelt, sondern kann sich entsprechend der Reaktionen auch nochmal anpassen. Und da erlebe ich tatsächlich eine große Unkompliziertheit und Flexibilität von euch. Danke. Und die Vertriebskampagne haben wir jetzt erst wieder vor kurzem gestartet. Hast du da noch Erinnerungen von früher oder so, dass du sagst, wie sind so da die Qualität der Termine für dich oder die Leute, die wir erreichen? Es ist unterschiedlich. Also insgesamt auch hier würde ich sagen, und das wussten wir aber auch vorher, dass natürlich viele Unternehmen bereits ihre Dienstleister haben, mit denen sie arbeiten. Insofern natürlich gibt es viele, die sagen, haben wir schon. Aber es gibt auch zwischendrin, und deswegen machen wir es ja, einfach diejenigen, die dann sagen, ja, haben wir schon, aber darüber hinaus schauen. Macht immer Sinn, wo wir uns dann auch wieder abheben. Und da haben wir genug Argumente, wo wir uns abheben. Insofern, ja, macht es auf jeden Fall Sinn. Ich meine, wenn zwei interessante Kunden dabei rauskommen, hat sich es eh schon gelohnt. Ja, vielen Dank für das schöne Feedback. Sehr gerne.